Herzlich willkommen zur zweiten Staffel Tierarzt Tacheles. Habt ihr mich vermisst? Ich euch schon. Und wir starten heute direkt mit einem meiner aktuellen Hauptthemen, mit denen ich mich ständig befassen muss, der Fernberatung und warum ich die rigoros ablehne. Wir leben in der digitalisierten Welt, das wisst ihr alle. Und es ist ein einfaches, einen Tierarzt anzuschreiben, online und nachzufragen, mein Hund, meine Katze hat das oder das, es ist ein Notfall, das klappt aber nicht. Und jetzt in Corona-Zeiten möchte man nicht raus. Und dann wäre es noch einfacher zu sagen, komm Tierarzt, kannst du mir mal eben einen Tipp geben, wie ich das und das Problem beheben kann. Ich habe Beispiele mitgebracht. Also, eine Anfrage war, guten Tag, seit längerer Zeit hat mein alter Hund Atemprobleme. Diese kommen zwar selten, aber ich mache mir große Sorgen um ihn. Das folgende Video ist entstanden, als diese Beschwerden heute nach langer Zeit wieder weniger wurden. Können Sie sagen, was da los ist? Alter, das geht nicht. Der Hund hat Atemprobleme, der hat Atemnot, der muss zum Tierarzt. Aber bitte frag da keinen Tierarzt online nach, das kann er nicht entscheiden. Hallo Sebastian. Mein kleiner Welpe hat seit gestern Morgen eine weiße Warze. Ich vermute, dass es eine ist, über dem Augenlid. Sie ist von gestern Abend auf heute größer geworden und ich frage mich, was ich da machen kann. Wird die noch größer, sodass ich sie entfernen lassen muss? Oder könnte es gegebenenfalls eine Zecke sein? Die Oberfläche ist glatt, danke schon mal und liebe Grüße. Eine Zecke hat 8 Beine, eine Warze nicht. Da ist der Unterschied. Aber ich kann das nicht entscheiden, das muss der Tierarzt vor Ort machen. Und ob die wächst, kann auch der nicht sagen. Hallo, der Beagle von mir und meiner Freundin hat irgendwas. Wir wissen nur nicht was. Wir brauchen eine zweite Meinung. Die Ärzte sagen, sie hätte das Beagle-Pain-Syndrom, aber sie seien sich nicht sicher. Könnte ich Ihnen die Symptome schildern? Syndrome schildern. Vielleicht wissen Sie was davon. Habe sie angeschrieben, weil ihr Profil sehr anspruchsvoll aussieht. Wir würden uns über eine Antwort freuen. Anspruchsvoll. Da fehlen mir echt die Worte. Ein Beagle-Pain-Syndrom, das muss extrem gut untersucht werden. Da kann man aus der Entfernung nichts zu sagen. Der Hund gehört in Behandlung und zwar in dem Falle eine Zweitmeinung vor Ort. Guten Abend. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber würden Sie sich mal die Röntgenbilder meiner Katze anschauen? Nein, würde ich nicht. Warum soll ich das denn tun? Das Tier gehört, wenn es geröntgt ist, in eine Behandlung, ist auch schon behandelt worden und eine Zweitmeinung kostet Geld. Weil es nicht nur eine Meinung ist, es ist eine beratende Tätigkeit. Und da ist die Gebührenordnung das rechtlich bindende Mittel. Hallo, ich wollte fragen, meine Katze wird zum ersten Mal Mama. Und sie ist jetzt schon den 58. Tag schwanger. Heute aber hat sie nichts gefressen. Ist das normal? Sie lag und schlief nur den ganzen Tag. MFG. MFG, fahr zum Tierarzt. 58. Tag. Könnte jetzt schon der Geburt sein. Ich weiß es nicht. Ich kann es auch nicht einschätzen. Da muss ein Kollege ran, vor Ort. Hallo, dürfte ich Sie was fragen? Ich habe einen jurangischen Zwerghamster vor kurzem gekauft und dieser war schwanger. Gerade eben habe ich gesehen, wie eins der ca. 25 Tage alten Babys ihre Mutter bestiegen hat. Muss ich mir jetzt Sorgen machen? Da habe ich dann darauf geantwortet, wie möchten Sie denn gerne die Beratung zahlen nach Gebührenordnung? Per PayPal oder per Lastschrift? Und dann kam zurück. Wow, danke für die Hilfe, Arschloch. Da sagst du nichts mehr, oder? Hallo, ich wollte Sie etwas fragen. Hab seit neuem einen Goldhamster aus dem Ausland geholt und er hat mich gebissen, wo ich es auf meiner Hand hatte und ihn gestreichelt habe. Können Hamster Tollwut bekommen? Ja, möglich. Aber das ist nichts, was man online beraten könnte. Da ist sogar tatsächlich bei der Tollwutfrage das Gesundheitsamt einzuschalten. Deswegen, fahr zum Tierarzt. Meine Freundin belagert mich die ganze Zeit mit Fragen über ihren Hund, dieser beißt sich Hotspots. Ich habe jedes Mal geantwortet, dass es von einer Allergie über Parasiten bis hin zu schmerzenden Gelenken alles Mögliche sein kann. Aber dann kommt dazu, dass ihr Zeit und Geld fehle. Ich kann mir vorstellen, dass Tierärzte das hassen, aber darf ich sie auf dich verweisen? Sie wird dir dann vermutlich auch schreiben und eine Ferndiagnose wünschen. Kann sie sich wünschen, kriegt sie aber nicht. Weil dafür muss das Tier einem Tierarzt vorgestellt werden, der alle Sinne benutzt, um das Tier zu untersuchen und daraufhin eine Diagnose stellt. Ansonsten geht das nicht. Boah, ich krieg Aggression, wenn ich das lese. Oh. So, nachts um 14:45. Hallo, entschuldigen Sie, dass ich Ihnen so spät schreibe. Mein Hamster hat roten Urin bekommen und ich weiß nicht, was ich machen soll und woran es liegt. Bitte, ich habe so Angst um ihn. Wir haben ihn erst seit ein paar Tagen und unser Tierarzt ist geschlossen. Ich habe so Angst um ihn. Das, ja, es kann auch wirklich ein schlimmes Symptom sein und vielleicht ist es auch therapiebedürftig nachts um 2, aber
nicht für mich aus der Entfernung. Deswegen in solchen Fällen fahrt zum Tierarzt. Es gibt immer einen Nottierarzt irgendwo. Manchmal ist er weiter weg, dann fährt man länger. Aber es ist tausendmal erfolgreicher, als jemanden online anzuschreiben, um Hilfe zu bitten. Hallo, ich habe eine dringende Frage. Sieht das für Sie auf den ersten Blick aus wie Würmer? Leider ist der Code auch schon ca. 2 Stunden alt und ich bin nochmal raus, um ihn abzufotografieren. Also es kam dann ein Foto vom Code dabei. Also euer Haustierarzt freut sich, wenn ihr den einpackt und ihm den auf die Rezeption legt, damit der das beurteilen kann. Dann habt ihr eine Chance, ja. Da ist es auch sinnvoll anzuwenden. Hi, servus, eine Frage. Meinem Hund ist gerade ein Schnurrhaar ausgefallen. Ist das schlimm? Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe einen Mini-Chihuahua, fast 6 Monate alt. Sie hat 3-mal vorhin gelb gekrotzt. Ist das etwas Schlimmes? Muss ich zum Tierarzt? Krank sieht sie jetzt nicht aus. Himmel, was ist denn krank aussehen? Was ist gelb gekrotzt? Das, kann ich hell sehen? Und jetzt sag ihr mir bitte mal, wie das funktionieren soll. Also als Tierarzt nutze ich, wenn ich ein Tier behandeln möchte, für die Untersuchung, alle meine Sinne. Ich nutze klar meine Augen, ich muss mir das Tier angucken. Ich muss es aber auch abtasten. Ich könnte ja irgendwas übersehen, was ich nicht erfüllt habe. Und genauso meine Ohren, um ein Tier abzuhören, also im Stethoskop. Und auch meine Nase. Das wird ganz oft vergessen. Also ich als Tierarzt brauche ich meinen Geruchssinn. Ich habe also auch zum Beispiel nie ein Aftershave oder ein Parfum drauf, weil ich das Tier riechen muss. Man kann manche Sachen nur erriechen, bevor man sie sieht. Und all diese Dinge fallen bei dieser Fernberatung komplett weg und deswegen ist die Chance, da was zu übersehen, unglaublich groß. Natürlich weiß ich das. Ihr als Tierhalter habt ihr den besten Blick auf euer Tier. Ihr kennt euer Tier auch am besten. Ihr seid ja jeden Tag mit ihm zusammen. Ihr geht mit ihm spazieren, ihr pflegt es, ihr füttert es. Euch müsste eigentlich alles auffallen. Aber es gibt Dinge, die euch einfach irgendwann entgleiten, die ihr nicht mehr seht, weil ihr das Tier einfach zu häufig seht. Ihr könnt den Verlauf nicht beurteilen. Ich habe da Menschen, die stellen mir eine Katze vor und vorberichtlich hat die ein bisschen abgenommen. Nee, in Wahrheit ist die wirklich hochgradig abgemagert. Die hat eines Jahres die Hälfte ihres Körpergewichts verloren. Das fällt aber zu Hause nicht auf. Anderer Fall ist, wenn gerade Heimtiere vorgestellt werden mit, oh, das ist so ein bisschen müde, ein bisschen schläfrig. Nein, es liegt im Koma. Es hat eine Temperatur von 34 Grad, untertemperiert, ist wirklich kurz vor knapp und das fällt oftmals so gar nicht auf. Und das ist was, was tatsächlich die Untersuchung des Tierarztes unerlässlich macht, dass genau sowas auffällt und nicht vergessen wird. Es gibt noch einen weiteren Trend, auch in den vergangenen Jahren hat er stark an Zuwachs bekommen. Und zwar wird in Gruppen und Foren von Netzwerken angefragt, was könnte mein Tier haben. Also da werden dann die Symptome beschrieben und dann gibt es auch immer wieder Leute leider, die dann antworten, ja, mein Hund hatte die gleichen Symptome, der muss das und das haben. Und das ist extrem gefährlich. Es gibt mehrere Gründe, warum ich von dieser Vorgehensweise dringend abraten kann. Erstmal, ihr kennt die Person nicht, die euch da antworten. Das sind irgendwelche fremden Menschen und ihr wisst gar nicht, was sie für eine Ausbildung haben, was sie für Erfahrungen gemacht haben oder woher die ihr Fachwissen nehmen möchten. Das Zweite ist, wenn solche Fragen oder solche Antworten kommen wie, bei meinem Hund hat das und das geholfen, das wird bei deinem Hund auch helfen, das kann lebensbedrohlich enden. Also wenn man zum Beispiel von einem normalen Symptom wie Würgen ausgeht, kann ein Würgen ein Atemwegsinfekt sein oder auch ein Magen-Darm-Infekt. Das kann aber auch eine Magendrehung sein und die muss sofort behandelt werden. Deswegen in dem Falle kann man sich auf nichts verlassen. Das Dritte ist, wenn dem Tier geholfen wurde, dann sind immer alle total stolz und alle freuen sich beim Zufallstreffer. Wenn das Tier aber mit dem Leben bezahlen musste, will es keiner gewesen sein. Und viertens, diese Menschen, die sich an diesen Raterunden, diesem russischen Roulette auf Kosten der Tiere beteiligen, tragen in meinen Augen eine Mitschuld, wenn es schief geht und das Tier daran verstirbt. So Leute, jetzt mal Tacheles. Nichts rechtfertigt die Online-Anfrage, wenn es um das Wohl eures Tieres geht. Weder Zeitersparnis noch die Geldersparnis. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zum Tierarzt. Und solange es kein UVC, Universal Vet Case gibt, mit dem ich mit dem Handy aus der Entfernung das Tier sehen kann, ein Thermometer einschieben kann, Blut nehmen kann, Hautbiopsien ziehen kann, ins Ohr gucken kann, abhören kann, durch Röntgen oder einen Ultraschall ansetzen kann, möchte ich nichts mehr von Fernanfragen hören. Ich hoffe, ich habe jetzt jeden von euch erreichen können und jeder hat verstanden, dass diagnostische Anfragen an einen Tierarzt online
No-Go sind, weil der einfach nicht einschätzen kann, wie es dem Tier geht und ob überhaupt ein Bedarf besteht. So, und jetzt wisst ihr Bescheid, wie schon in der ersten Staffel. Kommentiert, was das Zeug hält. Schreibt mir eure Meinung auf. Ich bin echt gespannt, wie ihr dazu steht. Lasst mir ein Like und ein Abo da. Bis nächste Woche. Ich bin raus. Warum ihr bei diesem Anblick besonders im Herbst Juckreiz kriegen solltet, erkläre ich euch nächste Woche bei Tierarzt Tacheles. Das sind so kleine schwarze Krümmelchen mit 8 Beinen dran. Kleine orangene Biester.